Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute hier von unserem Expertenworkshop zum automatisierten Fahren. Hintergrund ist das Forschungsprojekt Coffee. Wir hatten geladen zu einem Expertenworkshop, interdisziplinär aufgestellt. Ethiker, Philosophen, IT-Security-Fachleute, Informatiker. Und wir hatten einen spannenden Tag und ich glaube, wir hatten auch sehr interessante Erkenntnisse. Und vielleicht zu den Details gleich mal zu den Interviews. Ich würde sagen, das ist die Zukunft. Schlicht und einfach. Das wird sich auch gar nicht vermeiden lassen. Es ist wesentlich sicherer, auch wenn das viele Leute vielleicht momentan nicht glauben. Aber ich glaube, dass sich das durchsetzen wird. Es ist aber, glaube ich, dennoch eine der großen Gestaltungsherausforderungen der nächsten Jahre. Wenn die Autos autonom fahren, dann stelle ich mir das eigentlich sehr bequem vor. Dann brauche ich auch meine Zeit nicht dafür aufzuwenden, wieder meine Fahrfähigkeiten aufzubessern, sondern kann mich ganz einfach reinsetzen, vielleicht meine Hose bügeln und zum nächsten Termin jetten. Meine Meinung ist, Sie können keine adäquaten Entscheidungen in Bezug auf Leben und Tod von Menschen treffen. Ich sehe große Chancen darin, ich sehe auch einige Risiken darin. Und ich würde vorschlagen, dass wir autonome Autos entwickeln, dass wir sie verbreiten, aber nur in bestimmten Gegenden. Ich denke, dass Autobahnen der richtige Ort für autonome Autos sind und Städte nicht. Es wird ein Zugewinn an Mobilität sein, aber es werden sich natürlich auch Fragen stellen, wie geschehen Unfälle. Wahrscheinlich wird die Zahl der Unfälle stark sinken, aber die paar Unfälle, die wir dann noch haben, werden viel größere Probleme aufwerfen. Die Risiken dabei sind natürlich, dass man Kontrolle abgibt. Das ist erstmal ein Problem, was Menschen sicherlich psychologisch haben. Und dazu muss man natürlich auch sehen, dass das ganze Thema von Privatsphäre sich verändert. Das muss aber nicht nur im automatisierten oder autonomen Fahren ein Problem sein. Wenn man Mobilität an sich als einen Service akzeptiert, dann habe ich zukünftig automatisch eine Preisgabe meiner Informationen, von wo möchte ich nach wo kommen. Und diese Information wird immer geteilt werden. Und hier ist natürlich dann einfach ein Privatsphäreproblem gegeben. Das sind zum Teil personenbezogene Daten, wenn das System ja weiß, wer da fährt und so. Und es kommt darauf an, welche Firma das betreibt und wer hat Zugang zu diesen Daten und ob die Fahrer oder die mit dem Auto fahren oder gefahren werden, damit einverstanden sind. Wir wissen heute zum Beispiel nicht mal genau, mit wie vielen Sensoren die Fahrzeuge eine Fabrikhalle verlassen. Wir wissen nicht, welche Daten von ihnen erfasst werden, was mit diesen Daten passiert, welche von diesen Daten übertragen werden, welche von ihnen auch sich auf die Person der Fahrer oder der Mitfahrer beziehen. Wenn zum Beispiel ein Sensor der Druck von Reifen misst, wenn wir dann in Betracht ziehen, dann können wir nicht nur feststellen, welcher Druck in den Reifen herrscht und entsprechend regulieren oder den Fahrer informieren, sondern dadurch, dass wir zum Beispiel Gewicht des Fahrzeugs messen, können wir wissen, fährt jeweils und immer der gleiche Fahrer das Auto, fährt jemand mit, wer ist das? Ist das seine Familie, bekommt er Kinder, vielleicht langfristig mit bestimmter Wahrscheinlichkeit, können wir sogar feststellen, ist seine Frau mit im Auto, fährt sie mit, wird sie schwanger etc. pp. Was, glaube ich, getan werden muss, ist, dass das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine auch tatsächlich ein Verhältnis von Mensch und Maschine bleibt. Also das heißt, es gibt ja so eine kleine Tendenz, diese Maschinchen zum Beispiel durch eine angenehme Stimme sehr menschlich zu machen. Da war nicht vor. Ich glaube, es ist wichtig, dass Menschen weiterhin begreifen, dass sie da mit Maschinen interagieren. Wir müssen wissen, was mit diesen Daten passiert, wenn sie zuerst mal ohne Zusammenhang erfasst werden und dann später zu verschiedenen Zwecken in Zusammenhänge gebracht und ausgewertet werden, zum Zielen und Zwecken, die wir vorher nicht kennen. Die Frage der Informationssicherheit. Wir haben normalerweise in Fahrzeugen immer noch Architekturen, die ganz klar ressourcenbeschränkt sind. Das bedeutet, die Technologien aus der Informationssicherheit, die im Computerbereich, wenn man das mal so profan ausdrückt, akzeptiert sind, funktionieren in Fahrzeugen nicht. Hier wird noch einiges zu tun sein. Die Fahrzeuge müssen natürlich gegenüber Angriffe wesentlich robuster werden, schadensreduzierend. Angriffe lassen sich nicht vermeiden, aber sie dürfen eben nicht komplett übernommen werden, fremdgesteuert werden, sondern sie müssen einfach Schaden minimieren. Sie können vielleicht mal stehen bleiben oder sowas, aber sie dürfen eben nicht einem Fremden folgen.
Natürlich ist die Automobilindustrie das Flaggschiff der deutschen Wirtschaft. Und trotzdem würde ich vorsichtig sein, jetzt bestimmte Technologien zu fördern und weltweit zu verbreiten, die bestimmte Risiken in sich tragen. Ist es eine große Herausforderung, diesen Bereich tatsächlich auch zu regulieren, politisch zu regulieren. Und da würde ich mir eigentlich mehr Mut wünschen, also dass man einfach auch mal sagt, okay, es gibt kein autonomes System, darf auf den Markt kommen, was nicht zum Beispiel einen großen roten Ausmachknopf oder sowas hat. Wir brauchen mehr demokratische Kontrolle über die Algorithmen und über die Software, auch über die Geräte, die wir uns täglich umgeben. Man muss für alles offen sein, das ist ganz wichtig und natürlich aber hier auch eben ganz viele Konsequenzen von Veränderungen frühzeitig versuchen zu analysieren und zu verstehen. Also wir müssen das Problem mit offenen Augen sehen und schauen, wie gestalten wir den gesellschaftlichen Transport von Menschen und Waren in diese Gesellschaft. Nicht alles, was kommt, ist schlecht. Nicht jedes Datum, was verwendet wird, schränkt gleich meine Freiheit oder mein Leben drastisch ein, sondern man vielleicht auch ein kleines bisschen optimistischer da in die Zukunft guckt und sagt, lasst uns vielleicht auch mal bei neuen Dingen die Möglichkeiten erstmal ausprobieren, bevor wir sie gesetzlich wieder alle vernichten.